Willkommen zurück zu Resident Evil Zero. Ich habe mich entschlossen, ich lege das ab. Den werde ich, glaube ich, jetzt nicht brauchen. Weil mir ist eingefallen, wir treffen einen Billy bald wieder. Das sollte das reichen. Ich nehme halt die Heilung mit, falls was passiert. Dann hole ich mal noch die Pistolenmunition, die dort gelegen ist. Weil im letzten Part habe ich ja das komplette volle Magazin abgelegt. Komm, sei nicht blöd. Beziehungsweise, wenn ich schon da bin, hole ich mir den drinnen. Und das Magazin, weil das hat nur 170 oder so drin. Ja, hat auch 200 einsetzt. Hoffentlich kommt kein Hunter. Diesmal habe ich kein Granatenwerfer, wo ich ihn zum Schweigen bringen kann. Hoffentlich sind das jetzt nicht so viel, weil sonst verschieße ich's. Eh nicht, zum Glück. So, und auf und davon in den vierten Untergrundgeschoss, Ebene, Level, was auch immer. Tschüss, Billy. Da haben wir wieder und er ist wieder so fern. Na, das nehme ich auf keinen Fall mit. Ein Grad. Und Pistolenschüsse. Schreibmaschine. Das tue ich mir jetzt aber nicht an. Aufzug funktioniert nicht, der Strom ist wohl abgeschaltet. Gut. Ah ja, da war doch sein komisches Rätsel. Stromzufuhr für den Dammbereich. Punkt für Stromzufuhr angeben. Jeder bis zu zwei Punkte entfernte Ort kann mit Strom versorgt werden. Punkte wechseln, ja. Okay. 1, 2. 1, 2. 1, 2. So. Den muss ich auf jeden Fall nehmen. Und jetzt den, oder? Ja, okay, das war nicht so schwer. Das wurde Dammwerk. Anscheinend wurde die Stromversorgung wiederhergestellt. Das ist sehr schön. Wir freuen uns drüber. Und fahren gleich einmal weg. Und runter natürlich. Ich hasse runterfahren. Oh. Juckt das verdammte Ohr, komm schon. Oh! Nein?
Zombies, ich liebe Zombies. Schweigt still. Da liegt eine Flasche, aber das interessiert mich jetzt alles. Und da liegt wieder das. Okay. Muss ich ehrlich gestehen, brauche ich eigentlich alles nicht. Oder besser gesagt, interessiert mich alles nicht. Schaut euch den an. Ja, jetzt hätte ich doch am liebsten das Ding mitgehabt. Ah, Schleim, Schleim, Schleim. Warnung. Na okay, hast gewonnen. Hol ich mal den einen grünen Dreck drüben. Den aber nicht, weil den kann ich noch kombinieren. Oder muss ich extra drauf fahren? Das lohnt sich auch nicht, dann esse ich schnell den grünen da. Den roten nehme ich vielleicht später mit, wenn ich raufgehe. Wieder aber ums Eck gewurschtelt kommen ist. Das ist schon witzig. Die Tür hat keinen Griff. In der Tür ist ein rechteckiges Loch. Ah, verdammt. Karte. Flipper. So einen Flipper-Automaten haben sie noch nie gesehen. Leider ist er kaputt und kann ich benutzen. Oh. Oh. Unfair. Ah, da müssen wir nachher zu zweit. Da hinten, da hinten, da hinten. Komm mal nicht drauf. Zwei Heilkräuter, ihr wollt mich wirklich verarschen. Das lasse ich auch liegen. Was soll sich dann der Billy selbst nehmen? Das kann ich jetzt auch noch nicht machen, das Rätsel. Jetzt muss ich jetzt weiter, bin ich jetzt blöd? Bin ich jetzt blöd? Nein, doch nicht. Einfach auf die andere Seite. Da hinten. Die Tür ist so dreckig, die rausgehört, als wäre es eine Betonwand. So eine Steinwand. Okay, es gibt eh nur diesen Weg. Billy! Rebecca, where am I? You're safe now. Are you okay? Hmm?
What could have done this? Das ist eine Fütterungsstätte. It must have been used as test subjects in Marcus's research. He must have kept messing around with the mother virus. Billy? Endlich können wir Billy wieder dabei haben. Und er hat 5 Schüsse, hatte ich denn, ich lade jetzt nicht extra nach. Aha. Sie ist von der anderen Seite verschlossen. Und da können wir nicht rein. Sehr gut. Stört mich nicht eigentlich. Ich glaube, jetzt da kann ich mit. Na komm, jetzt kann ich. So, mit dir kann ich jetzt. Dann, okay. Mit ihm muss ich jetzt drehen unten. Jetzt müssen, glaube ich, alle drei auf die andere Seite. Okay, den kann man auch bewegen. Ich glaube, da kann man nämlich sterben. Nach links. So, wohin man es schiebt, dürfte eigentlich egal sein. Billy, stell dich bitte nichts an. So. Können wir es wieder zudrehen. Rebecca-Line. Und oh, ein bisschen noch. So. Obwohl, da komme ich dann eh durch, das müsste sich ausgehen. So, wieder wegstellen, weil ich will nicht zerdrückt werden. Nach rechts.
Die muss aber da reingehen. Vielleicht kann ich noch ein bisschen mehr zur Wand schieben. Tatsächlich. Jetzt hätte ich fast so eingeschalten, das wäre ein fataler Fehler gewesen. So, jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's aber. Da steht ein bisschen Fuß. Sehr gut. Dann hole ich das schnell, Rebecca. Bleib da, mach nichts Blödes. Don't do something stupid. Und ja. Come on. Roger. Ha, genug Platz, genug Platz. Schade, das geht noch nicht. Klopf, klopf. Jetzt nehme ich es halt mit, wenn ich schon weg bin. Gehen wir alles einsammeln, was am Weg war. Ein schönes Tor. Nicht schießen. Scheiß Zombies. Nein, liebe Zombies, ich liebe diese Zombies. Das nehme ich halt auch noch mit. Dann gehe ich halt mit der Rebecca vor, weil die hat noch genug Platz. Ich habe Zombies gehört. Natürlich lachen wir einen Stehenplatz. Das wäre witzig. Genau das wollte ich noch mitnehmen.
Ich speichere aber nicht da ab. Ich weiß, der Part ist schon jetzt über 20 Minuten. Aber ich habe oben noch was, was ich unbedingt verwenden möchte. Unbedingt. Nämlich die Schrotflinten-Munition mit dem Billy möchte ich noch holen. So, wo war der? Level 3, oder? Nein, 2. Level 3 war richtig. Na, scheiße. Na, das geht ja auch. So, wie viel Platz haben wir noch? Gar nichts mehr. Ein Platz. So, stopfen wir uns mit Heilung voll. Auch wenn wir es nicht brauchen. Auch mit. Es tut mir leid wegen der Litscherei zum Schluss wieder, aber ich habe gerne Ordnung. Die Rebecca hat jetzt die Molotov Cocktails. Nehmen wir natürlich auch mit. Nein. Wir gehen schon in den Safe Raum, ich verspreche es euch. Dann ist die Litscherei vorbei und ihr könnt euch dann gleich im nächsten Part anschauen und jo, weiterspielen quasi. Kann eigentlich eher das aufmachen? Fest verschlossen? Nein, ich habe mir das halt gedacht. Sollten da nicht irgendwo. Nein, ich habe alle Verbänder mit anscheinend. Na gut, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, euer Klaus. Tschüss, Dankeschön.